Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, auf gutem Weg. Auf gutem Weg in einem dünn besiedelten, strukturschwachen ländlichen Raum. Was heißt das nun konkret für Mecklenburg-Vorpommern? Meint die SPD-Fraktion damit die Petersdorfer Brücke, die Staus vor und auf Usedom oder vielleicht den einen Bus, der einmal am Tag fährt, aber natürlich nicht in der Ferienzeit? Ist es die stillgelegte Südbahn oder ist es die Darßbahn ohne Gleise? Ist es die A20 bei Triebsee? Sind es die unendlichen Bauarbeiten in Bad Kleinen, wo man dann eben nur sehr schwer von A nach B oder von Rostock nach Schwerin kommt? Oder sind es die Internetverbindungen in Vorpommern, die nach einer WhatsApp bereits den Geist aufgeben? Sind es die Telefonate, die auf Maisfeldern geführt werden, in der Hoffnung, die Stängel als Funkmasten zu nutzen? Oder aber meint die SPD-Fraktion damit fast die Hälfte unserer Kreisstraßen, die laut Panorama 3 in einem schlechten bzw. sehr schlechten Zustand sind? Sehr geehrte Damen und Herren, Wirtschaft, Kita, Theater, Sicherheit, das sind anders als bei dem Überraschungsei eines bekannten Süßwarenherstellers so nicht nur drei, sondern sogar vier Dinge auf einmal. Das nenne ich mal einen Abwasch. Warum nun aber vier Themen? Warum dieses Sammelsurium? Ich glaube, es ist zu dieser hübschen Aufzählung gekommen, weil keines dieser Themen selbst mit Hängen und Würgen noch 10 Minuten in der Aktuellen Stunde gefüllt hätte. Denn die Elternentlastung wurde 300 Mal angekündigt, verschoben, versprochen. Da kommt selbst die Koalition an ihre Grenzen, daraus ein 10-Minuten-Programm zu stricken. Die Theaterreform ähnelt einem Labyrinth und ist an Peinlichkeit nicht mehr zu überbieten. Und da darf man sich nicht zu lange aufhalten, weil man ja auch den eigenen Minister damit vorführt. Die Wege der Sicherheit sind fast unergründlich und ich denke, dass so richtig niemand mehr weiß, welche Anzahl von Polizistinnen und Polizisten, die tatsächlich neu eingestellt werden, jetzt wirklich zusammenkommt. Ja. Und allein die Aktuelle Stunde mit dem Einbruch der Übernachtungszahlen, mit den tausenden offenen Arbeits- und Ausbildungsplätzen sowie der viel zu geringen Tarifbindung im Lohnkeller Mecklenburg-Vorpommern zu füllen, das ist einfach keine Erfolgsmeldung und das wird einfach mit untergejubelt. Sehr geehrte Damen und Herren, es ist wirklich ein richtiger und wichtiger Schritt, endlich die Kostenfreiheit für den Kita-Besuch sicherzustellen. Nun kommen wir nach 12 Jahren der Ankündigung endlich dazu, im nächsten Jahr den ersten Schritt und im übernächsten Jahr den zweiten Schritt dann zu gehen. Allerdings ist verwunderlich, dass wir so lange gebraucht haben, weil Frau Schwesig als Bundesfamilienministerin unserer Meinung nach wesentlich eher hier Flöcke einschlagen hätte können und müssen. Aber nicht sämtliche Probleme in den Kindertagesstätten sind mit der Kostenfreiheit vom Tisch. Gegenwärtig können Gruppen nicht eröffnet werden, weil Erzieherinnen und Erzieher fehlen. Ein Drittel der Plätze der neuen Ausbildung ist überhaupt nicht belegt. Und warum, um Himmels Willen, grenzen Sie von der Kostenfreiheit Kinder aus sogenannten Patchwork-Familien aus? Das sind doch keine Kinder zweiter Klasse. Es ist doch egal, wo das Geschwisterkind lebt. Geschwister sind Geschwister und auch für getrennt lebende Geschwister muss die Kostenfreiheit gelten. Oh doch. Sehr geehrte Damen und Herren, im Gegensatz zu den 12 Jahren, die die Kostenfreiheit propagiert wurde, erscheinen die 6 Jahre Theaterreform ja fast wie eine Abkürzung des Weges. Aber wie sich vor 2 Wochen herausstellte, wurde der Weg ja nicht abgekürzt, der wurde ja einfach platt gemacht. Mit großem Tamtam wurde die Theaterreform angekündigt in der Hauptrolle der damalige Bildungsminister. Der Applaus blieb über die Jahre aus und wir sind der Meinung zu Recht. Denn 6 Jahre Theaterreform waren 6 Jahre Angst und Unsicherheit für die Beschäftigten, war der Versuch, die Spielstätten zu spalten, die Solidarität der Künstlerinnen und Künstler zu untergraben. Und alle Vorschläge meiner Fraktion, die Sie jetzt zum großen Teil übernommen haben, damals in Bausch und Bogen abzulehnen und als Blödsinn in den Wind zu schlagen.
Der jetzige Theaterpakt ist ein Beleg für das Scheitern der Theaterreform. Sehr geehrte Damen und Herren, ich versuche jetzt mal der Wirtschaft zuzujubeln. Das Vergabegesetz hat die Koalition mindestens ein Dutzend Mal verkauft und das, obwohl wir mittlerweile alle wissen, dass davon am Ende kaum ein Beschäftigter profitiert. Das ist kein Riesenwurf, das ist heiße Luft, viel Verpackung, wenig Inhalt. Genauso wie die digitale Agenda. Trotz der Chefsache steckt in ihr kein neuer Inhalt, sondern sie ist lediglich eine Aneinanderreihung von bereits existierenden Einzelprojekten. Mecklenburg-Vorpommern wird bei der Digitalisierung Schlusslicht bleiben, wenn wir hier nicht umgehend etwas ändern. Momentan befindet sich das Land auf diesem Gebiet auf gutem Weg ins Abseits. Und apropos Abseits, auch im letzten Jahr stand Mecklenburg-Vorpommern beim Wirtschaftswachstum am Tabellenende. Wir verlieren hier weiter an Boden, andere Länder, auch Ostländer, kommen da wesentlich schneller voran. Sehr geehrte Damen und Herren, Sicherheit. Bei dem Thema Sicherheit fallen mir sofort die gebrochenen Wahlversprechen der CDU ein, die Rekordstände bei den Überstunden oder bei den Krankheitstagen. Sicher ist bei diesem Thema immer nur der Dauerstreit zwischen SPD und CDU. 555, 150, 300, wieder 150, wieder 300. Das ist jetzt kein Bingo, sondern das ist die Sicherheitslotterie in Mecklenburg-Vorpommern. Hier kann jetzt sogar bei der Ausbildung jeder mitmachen, denn die Zensuren in Deutsch fallen zum Beispiel gar nicht mehr ins Gewicht. Wesentlich wichtiger ist aber, dass man keine sichtbaren Tattoos tragen darf. Eine 5 in Deutsch geht, aber ein Tattoo ist verboten, weil es abschreckend ist. Wissen Sie, mich schreckt oder würde wesentlich mehr abschrecken, wenn einer schlechter lesen, schlechter schreiben kann, als dass er ein Tattoo trägt. Allerdings denke ich, dass auch diese Angaben der Landesregierung alle ohne Gewähr sind. Und wie wir das Wort Gewähr dann zukünftig schreiben, das werden wir sehen. Sehr geehrte Damen und Herren, der Kurs der Landesregierung führt Mecklenburg-Vorpommern über Umwege und Sackgassen. Er führt Mecklenburg-Vorpommern auch manchmal auf Abwege. Das mögen SPD und CDU feiern. Wir machen bei dieser Party aber nicht mit.